Auf rein. Aufstellung. So, dann gehen wir einfach unten lang hier, wenn ihr mich immer vorschiebt. Snakecam. Dankeschön. Schaltet ihn zuerst aus. Sir. Was macht denn er hier? Macht ihr mal gleich mal die Tür auf? Schaltet ihn als zweites aus. Ja. Hallo. Alter Verwalter. Türladung und Räume. Bringe Türladung an. Okay, irgendwo sind anscheinend noch welche. Oh oh. Kommt mal runter, Jungs. Und hier ist auch eine ganz fiese Stelle. Genau die. Oh, was für ein Zufall. Wir sind leer. Ey, das gibt's gar nicht. Jetzt ist das so einfach. Beim ersten Mal durchzocken, da kamen die um die Ecke und haben mir direkt einen Kopfschuss verpasst und ich war tot. Und dann habe ich meine Jungs vorgeschickt und dann haben die einen Kopfschuss bekommen und waren auch gleich tot. Also nicht mehr so, dass ich mit einer Spritze hier noch was retten konnte. Die waren gleich tot. Jetzt ist das so einfach, das gibt's nicht. Nur zurückschießen. So, jetzt gehen wir ein bisschen leiser vor hier nochmal. Er hat jetzt schon Priorität. Okay. Aufs Eindringen. So, Jungs. Jetzt hier, Feuer frei. Mit einer Granate ist es am besten, oder? Granate und räumen. Granate und räumen. Oh oh. Tja, Jungs, das müsst ihr regeln. Ich kann nochmal die Tür öffnen, mehr kriege ich jetzt nicht hin. Alter, das war gut. Ja, ist ja gut. Wenn ich hier mal reinkomme und will euch mal helfen, stehe ich im Weg. Obwohl ich sagen muss, ihr habt das echt gut geregelt hier. Ich habe ja nichts hingekriegt. Die sind halt noch da drüben, ne? Los, los, los! Gut, alles Roger. Sieh nach ihm! So, das war's erstmal, oder? Ich weiß es nicht. Hier sind die Geiseln. In Position. Dr. Smythe, es gibt Schlimmeres als zu sterben. Igor, zeig's ihm. Ziel erfassen, erste Priorität. Ziel erfassen, zweite Priorität. Gut. Öffnen und säubern. Okay. Da ist noch einer. Los. Alles klar. Okay, wir haben's. Huh, hier waren auf einmal die Geiseln, die wollten einfach so durchrennen. Sie bauen hier Prototypen der Bombe. Und nun, dank Dr. Williams, haben sie ein paar programmierbare Sprengköpfe. Was hätte ich tun sollen? Rückgrat zeigen. Sie haben ihnen wiederverwendbare Sprengköpfe verschafft. Ich erkläre es ihnen. Es ist eine Waffe, die verschiedene Ziele anfliegt und mit wiederholten Mikropulsen angreift. In der Anlage wurde eine Langstreckenrakete für einen Testlauf in der Wüste vorbereitet. Und jetzt, dank Ihnen, haben die Terroristen die anderen Prototypen. Irina ist im Kontrollraum und wird die Rakete auf Vegas abschießen. Versuchen Sie sich nicht zu töten. Wir stoppen Irina. Logan, ich habe gerade eine Übertragung aus der Anlage abgefangen. Das solltest du dir anhören. Wir haben den Kontrollstand gesichert. Schalldämpfer auf. Die Rakete ist bereit für den Start. Verstanden, Sir. Irina out. Es gibt also einen Hintermann. Dazu kommen wir später. Im Moment müsst ihr zuerst in diesen Kontrollstand kommen. Lass Irina nicht entkommen, Logan. Ding hat dir, was sie angeht, volle Handlungsfreiheit zugesichert. Wurde auch verdammt nochmal Zeit. Stimmt. Aber du musst ihre Möglichkeiten einschränken. Es gibt einen Wartungscomputer bei der Tür, wenn ihr den Raum erreicht. Jung kann die Aufzugtüren steuern und Irina im Kontrollstand festsetzen. Andernfalls kann sie euch ruhig stellen.
Verstanden. Logan out. So. Jetzt ist es erst klar, dass es um Sprengsätze hier geht. Es tut mir echt nochmal leid, dass ich es vorher schon verraten habe. Hups. Ist mir so rausgeplatzt. Ja, wie gesagt, es geht hier um die Sprengsätze. Das wurde hier geforscht einst. Oder wurde geheim geforscht dran. Und das möchte diese Irina jetzt eben ausnutzen. Und hat sich so ein Ding unter den Nagel gerissen. Und ihren bösen Plan müssen wir jetzt vereiteln. Tja. Das ist der Plot und deswegen haben die das mit Vegas eigentlich alles nur so als Vorwand genutzt. Bin auf 6 Uhr. Sehr gut, Jungs. Auf rein. Aufstellung. Okay, hier können wir erstmal so rein. Aufs Eindringen vorbereiten. Aufstellung. Oh, hier sind aber viele. Hallo. Türladung und räumen. Bringe Türladung an. Zieh mal einfach mal ab hier, oder was? So, so ein Bums kommt immer gut. Okay, das war eine gute Sache, oder? Sauber. Das hat funktioniert, definitiv. Kommt zusammen. Formieren uns neu. Die Waffe hier, die kleine. Ohohohoho. Die schießt nämlich so schön schnell, die ist echt nicht übel. Aufs Eindringen vorbereiten! Aufstellung in die Flanke! In Position. Granate und räumen. Granate und räumen. Oh. Das dachte er sich jetzt, das nutzt er mal aus, uns zu umgehen. Gegner aufgeschmissen! Greife an! Da oben oder was? Gegner ruhig gestellt! Aufs Eindringen vorbereiten. Oh, da hinten kommt er. Rein da, Jungs, ihr werdet beschossen. Sauber. Aber von wo? Der wird doch gleich auf mich schießen, wenn ich da jetzt hochgehe. Nein, da war nichts. Ach, wo ist denn diese blöde Tür hier? Auf rein. Aufstellung. Ich sehe ihn aber nicht. Öffnen und säubern. Schon dabei. Aber hier drüben kann man auch lang. Sauber. Den Weg kenne ich gar nicht hier. Kommt mal her, Jungs. So, ihr denkt, einer ist da. Rainbow ist da. Eins weiter vorrücken, Jungs. So, schön verarscht, ne? Da gehen wir auch nochmal rein, die Tür hier, oder was? Ach, das wäre der andere Weg gewesen. Da standen eben unsere Jungs. Sehr gut. Da haben wir wirklich alles geklärt jetzt. Aufs Eindringen vorbereiten. Aufstellung. Das sieht relativ sicher aus. Das traue ich euch zu. Wir brauchen Muni, ey. Das gibt's doch nicht. Nirgendwo eine Kiste. Bestimmt bin ich schon an allen Kisten vorbeigerannt. Das sagst du. Euch vertraue ich nicht mehr. Auf rein. Aufstellung. Kann man einfach mal so durchgucken. In Position. Öffnen und säubern. Okay. Scheiße, es ist dunkel da draußen. Sauber. Aber man hört auf jeden Fall wen. Vorbereiten. Aufstellung. Ah, da sind schon welche. Snackt man mal drunter durch. Er hat erste Priorität. Verstanden. Ist doch der Einzige, oder was? Granate und räumen. Ah, das wollte ich gar nicht. Egal. Kontakt, Tango. Gegner in
Shit, Jungs. Okay, da oben ist noch einer irgendwie. Da schießen sie zumindest hin. Oh, das war's auch, oder? Okay, ich geh mal runter. Irgendwo grüllen sie. Auf der anderen Seite drüben. Oh shit, wir haben echt nicht mehr viel Muni. Ein Hammer. Zweiten Hammer. Los, los, los. Vorrücken, Roger. Okay, Jungs. Ah, die ganzen Raketen hier. Ich möchte jetzt aber wieder Muni haben. Das kann man wieder ausmachen. Ist auch geil, wie dunkel das hier ist. Und hier haben sie wieder Lampenjagen. Ah! Zum Glück. Ihr könnt euch da schon mal hinstellen. Und ich hole mir erstmal schön Muni. Und ich finde immer mit Schalldämpfer schießt sich's einfacher. Also da ist es nicht ganz so ungenau. Aber ich weiß nicht, ob das in Wirklichkeit auch so ist. Also, keine Ahnung. Hier ist überhaupt keiner. Öffnen und säubern. Wird gemacht. Wir haben uns festgelagert. Geht in Deckung. Schieß zurück. Los. Tago, greif an. Los, los, los. Michael, lass mal los. Na, das ist ja mal richtig in die Hose gegangen. Shit, Mann. Komm schon, komm schon. Hamas. Ich höre erstmal keinen mehr. Ach, doch. Das ist eine richtig Kackstelle. Das ist die zweite Stelle, wo man Rauchgranaten braucht. Genau. Deswegen hole ich mir die gleich mal. Genau, das war die Stelle. Rauchgranaten. So. Und jetzt ist es wirklich wichtig, das zu managen hier. Mal sehen, ob ich es noch hinkriege. So. Genau das. Und hopp. Geht ja schon mal gut los. Okay, irgendwas ist hier verkehrt. Eigentlich müssten die hier bei mir stehen. Mensch, jetzt hilf ihm doch mal. Er hockt wieder nur daneben. Hab's schon 10-mal gesagt. Ach so, die sind während der Aktion umgefallen. Das ist natürlich blöd. Junge, du musst dahin. Diese Position musst du halten. Was anderes geht nicht. Wenn der nämlich hier hinter der Kiste steht, wird er von beiden Seiten immer abgeknallt. Und das ist wirklich die beste Taktik, wenn er da steht. Okay, das war total chaotisch, aber es hat irgendwie funktioniert. Also da bin ich beim ersten Mal ewig verreckt und da steht auch noch einer, der... Eigentlich... nicht? Hä? Irgendwie nicht. So, und hier ist die Schnecke. Die Schnecke des Bösen. Ihr habt uns eingesperrt, Logan. Aber zu spät. Die Rakete haltet ihr nicht mehr auf. Das wollen wir erst mal sehen. Ich gehe zur kugelsicheren Tür. Öffne sie auf mein Zeichen. Und dann bewegen du und Michael eure Ärsche hier hoch. Alles klar, Boss. Fertig? Los. Wir warten. So.
Hier ist es auch wichtig. Warten. Ne, die warten eben nicht. Die kommen eben gleich nach. Jetzt neu gruppieren. Jetzt steht es unten links da. Ich dachte nämlich, jetzt ist man hier ewig allein unterwegs. Jetzt muss man einfach nur kurz warten. Dann kommen die. Jetzt hab ich dich, du Sau. Das hättest du nicht sagen sollen. So, ich gebe euch mal ein bisschen Rauchdeckung hier. Kommt, Jungs. Vorwärts. Ah, da hinten, da war noch einer. Okay, keinen gesehen. Oh. Na, lass doch mal die Rübe unten jetzt hier. Da hinten ist noch einer. Okay, bis dahin vorrücken, Jungs. Den Hammer. Da oben ist. Das ist hier die. Die müssen wir erstmal ein bisschen runterbratzen. Jetzt verpisst sie sich. Das sagst du so. Wo bist du denn? Hallo? Schön, dass ihr auch mal wieder vorbeischaut. Kommt mal zurück, Jungs. Tut mir leid. War eine scheiß Idee. Wir bratzen ihn einfach mit einer Granate weg. Bam! Und sogar den Stuhl da oben hat's weggefetzt. Sehr gut. Das hat doch mal funktioniert. Müssen wir nochmal gucken, dass hier oben keiner mehr ist. Sieht aber gut aus. Okay, Jungs. Rein da. Ach was, jetzt haben wir sie doch abgeknallt. Wie immer. Genau rechtzeitig, um dich sterben zu sehen. Genau so ist es. Nichts. Ich wünschte nur, ich könnte noch sehen, wie ihr den Krieg verliert. Ding Chavez, Alistair Stanley, Noonan, Covington, Price, Weber, wir kennen euch alle. Ihr könnt euch nicht mehr verstecken, Logan. So, damit sie nicht zurückschießt. Den Kampf zu euch. Jetzt ist Frieden hier. So. Entschuldigung, Jungs, das musste sein. Ich kann die Startsequenz nicht stoppen und der Truck ist schon oben auf dem Damm in Schussposition. Verfluchter Mist. Wenn wir an die Rakete rankommen, kann ich einen Sprengsatz anbringen, Boss. Wir lassen die Rakete starten. Der Sprengsatz kann sie im Flug zerstören, ohne den Mikropuls zu aktivieren. Höllischer Plan, Jungs. Joe, hast du mitgehört? Joe? Gabriel? Brody? Verdammt! Sir, keine Zeit, uns Sorgen um Joanna zu machen. Wir müssen rauf und den Damm, bevor es zu spät ist. Genau so ist es. Jetzt müssen Taten sprechen. Und was für ein Zufall, der Fahrstuhl kommt auch noch direkt. So. Countdown. Und jetzt müssen wir zu dieser Rakete, müssen da ganz fix eine Bombe dran basteln, so ein C4-Sprengstoff, das Ding starten lassen und in der Luft zerfetzen. So der Plan. Und das ist gar nicht so ohne. Da, wie man sich vorstellen kann, das Ding auch gut bewacht wird.